Wichtiger. Markgraf von Bichler, welch unerwartete Freude. Mein guter Freund. Wo kommst du her? Von der Donau. Weit war der Weg. Doch ein guter Auftrag machte die Reise leicht. Und meine Tochter Hildegund half mir den Weg verkürzen. Was ist dein Auftrag, Rüdiger? Ich komme aus dem Hunnenland, vom Hofe König Etzels, dem ich diene. Und führte Blodin hierher, den Bruder König Etzels, mit Geschenken für König Gunther und für Kriemhild. Die Welt zittert vor dem Hunnenkönig und er bringt Geschenke. Nicht ohne Grund. Blodin kommt als Werber hierher, um für seinen königlichen Bruder um Kriemhilds Hand zu bitten. Als Werber um Kriemhild? Etzels Frau Helche verstarb im vergangenen Jahr. Kundschafter brachten ihm die Nachricht von Kriemhilds Schönheit und Tugend. Und auch ich. Wenig Glück scheint es bei den Werbungen zu geben in letzter Zeit. Wie soll ich das... Wie viele bleiben hier? Mehr als genug. Wann werden wir wissen, wozu man sich in Worms entschlossen hat? Nicht vor dem Neumond. Herrin, ich... Ich weiß, was du sagen willst. Aber seit Rüdiger zu meinen Brüdern geritten ist, finde ich keinen Schlaf mehr. Du allein verstehst mich, Blodin. Du allein wirst mir immer zur Seite stehen. Denn du liebst mich und ich werde deine Liebe belohnen. Ich wünsche, dass sie kommen. Dass sie dort durch das Tor reiten. Alle. Mit Haaren. Was für eine Ehre, den Bruder des Hundenkönigs bei uns zu sehen. Sammelt eure Waffen ein. Sie kommen in die Waffenkammer. Wozu das? Sie liegen gut hier bei uns. Es ist zur Sitte am Hof meines Bruders. Solange ihr eure Waffen tragt, werden auch wir unsere Waffen tragen. Was ist? Wer greift an? Wir müssen warten, bis unsere Reiter zurück sind. Aber dann vernichten wir sie. Nein, ich will keinen offenen Kampf. Ich will nicht das Leben meiner Brüder. Ich will Hagen. Niemand kann gegen ihn bestehen. Er ist viel zu stark. Auch Siegfried fiel nicht im offenen Kampf. Der tödliche Speer traf ihn in den Rücken. Ich tu's, meine Königin. Morgen. Pater Domini Nostri Jesu Christi, qui tere generat.